Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Mauritius Privatbrauerei feiert 160-jähriges Bestehen. Viertes Griechwitzer Stadtteilfest und 13. Auflage der Benefizradtour des Sportparks Zwickau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Der Deutschen liebstes Getränk ist wohl nach wie vor das Bier. Der Hopfensaft schmeckt zu jedem Anlass. Gerade jetzt zur Grillsaison passt ein kühles Blondes bestens. Beste Unterhaltung gab es zu Bratwurst und Ochsen am Grill am vergangenen Wochenende beim Brauereifest der Mauritius Privatbrauerei Zwickau an der Talstraße. Nachdem am Freitag ein kräftiger Regenguss so manchen Besucher vertrieb, herrschten am Samstag beste Witterungsverhältnisse. Gegen 19 Uhr waren alle Freisitze bis auf den letzten Platz belegt. Die Gäste des Brauereifestes befanden sich in bester Feierlaune, ließen sich das eine oder andere Bier oder so manche Köstlichkeit vom Grill schmecken. Zeit, einmal nachzufragen, wie das Event ankommt und ob das Bier schmeckt. Gute Stimmung, ja. Für Zwickau immer ein Highlight? Gute. Was für Zwickau ein Highlight? Immer. Immer. Wir sind eigentlich jedes Jahr mit dabei. Und Sie sind Biertrinker? Ja, vor allem dunkles Bier. Okay. Was trinken Sie? Schwarzes, wie immer. Okay. Wie schmeckt es Ihnen? Ja, toll. Sehr gut. Also schön, eine Privatbrauerei in unserer Stadt zu haben. Ja, klasse. Und die Feier? Super. Wir kommen jedes Jahr. Ich bin begeistert. Seitens der Mauritius Brauerei war man über den regen Zuspruch auf den Gerstensaft offensichtlich auch zufrieden. Hopfenkrone tatsächlich, das geht am besten. Genau. Wie viele Sorten sind Sie überhaupt, die ihr ausschenkt? Insgesamt 3 und dann halt noch Radler und Mixgetränke, also ja. Und die Nachfrage ist groß? Genau, auf jeden Fall sehr groß, also es läuft sehr gut. Anlässlich 160 Jahre Mauritius Privatbrauerei war ein ganz besonderer Gast der Einladung des Firmenchefs gefolgt. Einen Tag vor der Landtagswahl in Sachsen war Ministerpräsident Michael Kretschmer nach Zwickau gekommen. Nach einem Rundgang übers Brauereigelände erklärte er sich uns gegenüber sehr erfreut. Ich finde das ganz großartig. Ich finde, diese regionalen Brauereien sind ein unglaublicher Schatz. Das ist unsere Identität. Das sind die Arbeitsplätze, es ist die Kaufkraft und ich freue mich, dass es hier eine unternehmergeführte Brauerei gibt. Mauritius kenne ich gut, mein Patenkind ist in Reinsdorf geboren. Wir haben immer, wenn wir zu Gast waren, Mauritius-Bier getrunken. Herzlichen Glückwunsch zu 160 Jahren. Uns interessierte dann noch, wie die konkreten Ziele nach der Wahl aussehen. Ja, wir wollen diesem Land weiter einen Schwung geben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Dieses Gegeneinander, was ich immer erlebe, die Polarisierung der Gesellschaft, das ist nichts Gutes. Dem müssen wir entgegentreten und wir schauen in die Zukunft. Wir investieren in den ländlichen Raum mit ganzer Kraft, hier in Zwickau in die Hochschule, in neue Arbeitsplätze. Und wir werden uns in den nächsten Jahren noch mehr darum kümmern müssen, medizinische Versorgung im ländlichen Raum und die Pflege vor allen Dingen. Dann nahm sich der Ministerpräsident Zeit, um in persönlichen Gesprächen mit den Festbesuchern ins Gespräch zu kommen. Auch am zweiten Tag des Brauereifestes oblag die Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste im großen Festzelt wieder dem Entertainer Matthias König. Aber wir haben ja in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest zu feiern. Und all jene, die gestern nicht zu Gast waren, den sage ich natürlich gern nochmal. Wir feiern in diesem Jahr 160 Jahre Mauritius Brauerei, eines der ältesten Unternehmen der Region. Ich denke, ja, das ist ein Riesenbeifall wert. Natürlich ließ es sich der Chef des Hauses, Jörg Dierich, nicht nehmen, die Festgäste auf den Abend einzustimmen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir hatten gestern schon einen tollen Auftakt, eine wirklich gute Abendveranstaltung. Heute ein ausgewogenes Familienprogramm. Es war für jeden etwas dabei. Die Stimmung ist gut, sie war gestern gut und ich hoffe, dass sie auch heute Abend gut sein wird. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass wir so viele Gäste hier heute Abend begrüßen dürfen. Und ich möchte auch heute noch einmal betonen, 160 Jahre Mauritius und so ein Brauereifest, das kann nur durchgeführt werden, wenn man gute Mitarbeiter hat. Und mein Dank gilt neben Ihnen als Besucher
natürlich unseren Mitarbeitern, die das hier alles ermöglicht haben. Und deshalb nochmal einen ganz, ganz kräftigen Applaus ihrerseits für unsere Mitarbeiter. Die Begrüßung des Ehrengastes war herzlich und der Ministerpräsident benötigte lediglich zwei Schläge, um den Gerstensaft zum Laufen zu bringen. Kretschmer legte noch selbst Hand an, um die Krüge zu füllen und an den Mann oder die Frau zu bringen. Während dann noch das eine oder andere Foto mit dem Ministerpräsidenten entstand, sorgte die Kultband Rockpirat aus Weimar für beste Partystimmung im Festzelt. Auf ein neues 2020 zu 161 Jahre Mauritius Privatbrauerei in Zwickau. Der Plauener Stadtteil Grieschwitz hat am vergangenen Wochenende gefeiert. Das vierte Stadtteilfest wurde auch in diesem Jahr wieder zu einer Fete für die ganze Familie. Nachdem die Besucher im vergangenen Jahr mit Gewitter und Hagel zu kämpfen hatten, war es diesmal ein Stadtteilfest wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne lachte und mit dabei war auch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen. Ja, also unser Anliegen ist es, warum wir heute hier in Grieschwitz vertreten sind, ist einfach zu zeigen, dass uns der Stadtteil Grieschwitz genauso wertvoll ist wie jeder andere Stadtteil, in dem wir als großer Vermieter hier im Vogtland für die Stadt Plauen vertreten sind. Und ich finde, das ist ja jetzt schon die Mehrfachauflage von diesem Fest. Grieschwitz brummt, baut und all diese Initiativen, die da dahinter stecken. Da wollen wir natürlich vertreten sein und wollen das auch mit verschiedenen Aktionen einfach unterstützen. Frank Thiele merkt man deutlich an, dass er nicht nur für das Fest brennt, sondern dass ihm auch der Stadtteil Grieschwitz sehr am Herzen liegt. Mir war es einfach nur wichtig, auch zu zeigen, dass eben Grieschwitz hat sich als Stadtteil wunderbar entwickelt. Es ist aufgelockerter geworden, es ist grün, es ist von allem infrastrukturell alles vorhanden. Wir haben hier eine bunte, ich sag jetzt mal schon wie eine kleine Kommune. Deswegen wollen wir ja auch das als Kiez bezeichnen oder wir bezeichnen es als Kiez. Und ich hoffe, dass das einfach auch für die Zukunft Früchte trägt und zeigt, dass Grieschwitz lebenswert und auch hier man wunderbar wohnen kann. Und natürlich, dass man in Grieschwitz auch bestens feiern kann, wie dieses vierte Stadtteilfest gezeigt hat. Ja, also wir freuen uns, dass wir heute auch hier bei dem Fest mit dabei sein dürfen. Freuen uns, dass wir den Nachmittag mit unseren Mietern und auch anderen Anwohnern aus Grieschwitz verbringen dürfen und haben viele bunte Aktionen mitgebracht. Wir haben Kinderschminken dabei, eine Malstraße, Tattoos haben wir dabei, jede Menge Luftballons, Entenangeln kommt wahnsinnig gut an. Und so wird es eigentlich ein abwechslungsreicher und bunter Nachmittag für alle. Auch Zelte wurden gehäkelt. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Gehäkelt. Und die Damen betonten es, wir sind keine jung gebliebenen Omas, die bei der Hitze einfach mal Lust haben, ein bisschen herumzuhäkeln. Nein, wir bauen ein Kindertipi. Weil keine Kinder da sind, müssen das die Erwachsenen machen, weil es soll ja auch fertig werden. Grieschwitz baut ja heute und wir bauen mit. Jo, wir schaffen das. Grieschwitz baut, das war das Motto des diesjährigen Stadtteilfestes. Das passte in mehrfacher Hinsicht, ganz besonders aber im Hinblick auf den Sponsor Enviatherm. Denn gleich hier um die Ecke, in der Dr. Friedrich-Wolf-Straße, entsteht ein Neubau für die Pflege von Senioren. Und wir, die Enviatherm, liefern hier zukünftig die Fernwärme. Doch wir heizen nicht nur den Grieschwitzer Stadtteil ordentlich ein. Insgesamt umfasst das Plauener Fernwärmenetz eine Länge von 50 Kilometern. Die Wohnungsbaugesellschaft Plauen setzt schon seit vielen Jahren auf uns als Partner in der Region und die Vorteile unserer Fernwärme.
komfortabel, umweltfreundlich und zuverlässig. An diesem Samstagnachmittag hatte man zeitweise das Gefühl, die Envia Therm habe ihre Fernwärme zum Fest gleich mitgebracht. Temperaturen über der 30-Grad-Marke haben die Gäste nicht frieren lassen. Aber es war die Sonne, die mit den Gästen um die Wette strahlte, bei diesem vierten Stadtteilfest in Plauen-Krieschwitz. Werbung. Vorhang auf für einen Spaziergang durch Zwickaus traditionsreiche Geschichte zum historischen Markttreiben. Zwickau im Wandel der Zeit. Am 14. und 15. September 2019 jeweils ab 11 Uhr. Domhof, Kornmarkt und Hauptmarkt lassen Episoden aus mehr als 900 Jahren Stadtgeschichte lebendig werden. Wandeln Sie vom Mittelalter zur Reformationszeit, durch die Zeit des Biedermeier bis hin zur industriellen Revolution. Auch die Galerie am Domhof, die Priesterhäuser und das Robert-Schumann-Haus laden an diesem Wochenende ein. Weitere Informationen unter zwickau.de/markttreiben. Jetzt wird die 25 voll gemacht. Werdau feiert vom 13. bis 15. September Stadtfest. Mit zwei Bühnen, Live-Musik für Alt und Jung, mit Rummel und Feuerwerk. In diesem Jahr am Samstag als Stargast dabei Marc Terenzi. Offizieller Start ist Freitagabend mit dem traditionellen Fassbieranstich. Das 25. Werdauer Stadtfest vom 13. bis 15. September. Ich gehe gerne Kettball, weil ich es liebe, Sport zu machen. Ich habe hier super Trainer, große Auswahl an Geräten. Man kann ganz viele Kurse machen, eben auf das, was man Lust hat und auf das, was man Spaß hat. Hinterher schön gemütlich noch in der Sauna ein bisschen sich ausruhen und entspannen. Genau, das ist einfach der Grund, warum ich gerne hierher komme. Das ganze Ambiente, das ganze Drumherum ist wirklich super. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann.
genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Am 7. September feiert die Sächsische Krebsgesellschaft zum 10. Mal ihr Sonnenblumenfest im Zwickauer Schlobichpark. Mit Experteninterviews zum Thema Krebs und jeder Menge Unterhaltung für die ganze Familie. Auch in diesem Jahr wieder mit einem Entenrennen auf der Zwickauer Mulde und tollen Preisen. Das Sonnenblumenfest im Schlobichpark. Am 7. September ab 13.30 Uhr. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Man kann es mit ruhigem Gewissen eine schöne Tradition nennen. Im Rahmen seiner karikativen Veranstaltungen organisierte der Sportpark Zwickau nun schon zum 13. Mal die Benefizradtour zugunsten des Zwickauer Gerd-Fröbe-Kinderheims. An die 160 Teilnehmer gingen am vergangenen Sonntagmittag an den Start. Bevor sich so ein Konvoi in Bewegung setzen kann, braucht es eine Menge Vorbereitung. Doch darin sind die Mitarbeiter des Sportparks Zwickau geübt. Die Zahl 13 schreckte sie auch nicht. Niemand ist hier abergläubisch. Also die Vorbereitung, die steht. Die läuft immer schon so circa 3-4 Monate im Vorfeld an. Ja, die 13, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Schauen wir mal, was es bringt. Also vor allen Dingen bin ich sehr gespannt über das Wetter. Seit einer Woche ist eigentlich wunderschönes Sommerwetter heute noch mal gemeldet. Und heute früh, als wir gestartet haben mit dem Aufbau, haben wir schon mal die Notvariante gewählt, weil es da schon mal ein bisschen getröpfelt hat. Ja, also ich hoffe, dass die 13 trotzdem ein gutes Omen ist. Wir können es vorwegnehmen. Die 13 war in diesem Falle eine Glückszahl. Bei einigen war allerdings schon vor der Fahrt die Luft raus, aber nur die im Reifen. Und da ließ sich ja leicht Abhilfe schaffen. Unvorbereitet hergefahren, jawohl. Gut eine Stunde vor dem offiziellen Start füllte sich der Parkplatz. Eingeladen waren Sportparknutzer, aber auch deren Freunde und Bekannte. Zunächst wurde sich angemeldet. Das Startgeld und alle anderen Einnahmen, wie der Verkauf von Speisen, Getränken und den Losen für die Tombola, ging alles in den Spendentopf. Dann erfolgte der Start. Gut abgesichert setzte sich der Konvoi in Bewegung. Also, es ist eine Rundfahrt, wie immer. Start am Sportpark und auch Ziel am Sportpark. Insgesamt sind wir ca. 30 Kilometer unterwegs. Und der Zwischenhalt wird an der Klatschschenke sein in Zwickau-Schlunzig-Mosel. Das Problem bei den Touren ist, erst einmal aus der Stadt herauszukommen. Natürlich ist so eine Veranstaltung auf öffentlichen Straßen anmelde- und gebührenpflichtig. Die Mitarbeiter des Sportparks nennen das Ziel und die Wunschroute, doch letztere deckt sich nicht immer mit den Sicherheitsbestimmungen der Stadt. Die Sicherheit der Radfahrer steht natürlich an allererster Stelle. Auch wenn der Verkehr sonntags nicht so dicht ist wie in der Woche, man muss schon aufpassen. Schließlich zieht sich das Feld oft weit auseinander. Da reicht oft eine Ampelphase nicht aus, um dass alle Radfahrer in einem Schwung die Kreuzung passieren können. Dann muss gewartet werden.
Wir fuhren mit dem Führungsfahrzeug voraus. Das gesamte Fahrerfeld wurde von Mitarbeitern des Sportparks abgesichert und so kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Auch die Autofahrer, die auf den engen Straßen außerhalb der Stadt warten mussten, zeigten Verständnis. Über Schneppendorf, Bertelsdorf und Wulm erreichte man dann gegen 14.30 Uhr die Klatschschenke in Schlunzig. Hier konnte man sich stärken. Ob nun mit einer herzhaften Suppe oder Bier bzw. beides, das war jedem selbst überlassen. Das Führungsfahrzeug hatte an diesem Tag übrigens eine Doppelfunktion. Der Aufbau war uns schon am Sportpark aufgefallen. Das ist unser Führungsfahrzeug und auch das Fahrzeug, wenn mal doch jemand am Kräftemangel leidet. Also wir haben ja einen Partner, die Firma Bodyshake, die stellt uns dieses Fahrzeug bereit, dass es eben gut sichtbar ist am Anfang. Und ja, in diesem großen Klotz auf der Ladefläche, da verbirgt sich ein Eiweißshake-Automat. Das heißt, wenn wir dann an der Zwischenstation sind, können dann die Kinder mal die leckeren Sorten von den verschiedenen Eiweißgeschmäckern dann ausprobieren. Ja, und kommen dann hoffentlich wieder zu richtig guter Kraft für den Rückweg. Nicht nur den Kindern schmeckten die Shakes. Was ist da eigentlich drin? In unserem Shake ist Eiweiß drin, da ist drin ein Mehrkomponentenprotein und das dient zum Erhalt der Muskulatur bzw. zum Muskelaufbau, zur besseren Regeneration. Im gemütlichen Biergarten ließen es sich die Radler gut gehen und die Sportparkmitarbeiter brachten noch das eine oder andere los an die Frau oder den Mann. Alles für den guten Zweck. Also wir machen diese Fahrradtour ja immer für die Kinder und Jugendlichen vom Gerd Fröbe Kinderheim. Die haben natürlich jedes Jahr einen außergewöhnlichen Wunsch, was sie eben mit den eigenen Mitteln nicht so stemmen können. Was das war, verriet uns Sandra Popadak, die Leiterin der Einrichtung. Die Kinder haben sich ein Bodentrampolin gewünscht. Wir haben bei uns im Haus ca. 12.000 Quadratmeter Außengelände und sind natürlich sehr bemüht, das gut auszunutzen für unsere Kinder. Und ja, ein Teil davon könnte zukünftig ein Bodentrampolin sein, damit unsere Kinder sich auch im Gelände sportlich schön betätigen können. Apropos, waren die Kids für die Tour eigentlich gut vorbereitet? Ja, also grundsätzlich sind wir eh viel draußen mit unseren Kindern. Fahrradfahren ist bei uns im Gelände halt auch eine schöne Sache. Das wird ganz oft genutzt von unseren Kids und ich denke, die sind fit. Also auf der Tour selber sollte man sein Getränk dabei haben, was man halt dann braucht. Wir haben natürlich immer so ein kleines Notfallset auch dabei, wenn doch was alles sein wird. Ansonsten Helm ist wichtig, ne, dementsprechende Kleidung. Sollte der Regen wieder erwartend dann doch kommen, haben wir auch einen Regenponcho dabei. Einfach nur genügend Luft auf Fahrrad, aber dafür haben wir ja unsere Partner auch vom Zweiradhandelhaus immer dabei. Inzwischen hatte man den Heimweg angetreten und, wie Sie sehen können, ja, man musste den Regenponcho auftragen. Eine schwarze Wand verfolgte uns, aber erreicht hat sie uns nie wirklich. Wohlbehalten kamen alle wieder am Sportpark an. Hier warteten süße und herzhafte Leckereien auf die Ankömmlinge. Da fiel das Spenden nicht schwer. Auch kurz vor der Verlosung wurden noch Lose gekauft und dann konnten die Gewinne eingelöst werden. Dank der Sponsoren der Veranstaltung gab es auch in diesem Jahr wieder sehr ansehnliche Preise. Schon einige Stunden später stand dann auch die eingegangene Summe für das Kinder- und Jugendheim Gerd Fröbe Haus fest. 3.000 Euro wurden eingenommen. Werbung.
Schule beendet und was jetzt? Du willst vorwärts kommen, du willst zeigen, was in dir steckt. Du bist bereit durchzustarten, du bist unsicher, du hast noch keinen Plan? Dann nutze den 14. September, um Antwort zu finden. Der Tag der Bildung, Sprungbrett Zukunft, bietet dir das Komplettpaket zur beruflichen Orientierung und zur Ausbildungs- und Studienwahl. Komme mit Arbeitgebern ins Gespräch, informiere dich bei verschiedenen Institutionen über deinen künftigen beruflichen Weg oder verfolge interessante Vorträge. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Jetzt vormerken, 14. September von 9 bis 14 Uhr, Konzert und Ballhaus Neue Welt. Tag der Bildung 2019, dein Sprungbrett in die Zukunft. Der Tag der Bildung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung vom Landkreis Zwickau, der Bundesagentur für Arbeit, der Stadt Zwickau, der Industrie- und Handelskammer Zwickau, dem Landesamt für Schule und Bildung im Freistaat Sachsen, der Handwerkskammer Chemnitz, der Westsächsischen Hochschule und der Kulturzentrum. Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Zweiradmechaniker, möglichst mit Berufserfahrung, technischem Verständnis und PC-Kenntnissen. Uns liegt die kompetente Betreuung der Werkstatt- und Servicekunden am Herzen. Dafür brauchen wir dich. Wir bieten eine geregelte Arbeitszeit und übertarifliche Bezahlung. Bewirb dich jetzt. Radoase Zwickau. Schumannstraße 12, direkt gegenüber der MOG. Auf zum Stadt- und Gewerbefest in Adorf. Am Samstag, dem 14. September, können Sie den ganzen Tag in Adorf verbringen. Und es wird Ihnen schwer fallen, alle Veranstaltungen zu besuchen. 10.30 Uhr wird das Fest eröffnet. Die Freiwillige Feuerwehr hat ihre Türen geöffnet. Natürlich auch die Michaeliskirche. Sie können den historischen Rathausturm besichtigen oder Volksmusik, Schlager und Tanz auf der Marktplatzbühne genießen. 16 Uhr findet das Truckziehen statt und natürlich zeigt auch der ACV, was er kann. 20 Uhr spielt die Partyband A9 live im Festzelt und 22 Uhr können Sie eine große Feuershow erleben. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke.
In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Die Temperaturen machen am Mittwoch einen gehörigen Sprung nach oben und erreichen bis zu 27 Grad. Den ganzen Tag lang können wir uns über ungetrübten Sonnenschein freuen. Die Aussichten: am Donnerstag bekommen wir maximal 21 Grad und es ist wechselnd bewölkt. Dazu gesellt sich ein mäßiger Wind. Der Freitag bietet ein ähnliches Wettergeschehen bei Höchstwerten um 18 Grad. Am Samstag bleibt der Westsachsenhimmel bedeckt und das Thermometer schafft es auf 17 Grad. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, Sie auch morgen um 19 Uhr hier wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, Ihnen einen wundervollen Abend.